Hallo, meine Lieben. Heute ist wieder Bastelzeit und ich habe mir vorgenommen, dass ich heute das Teil hier machen möchte. Das habe ich ja auch geschenkt bekommen. Das will ich jetzt mal basteln. So, hier haben wir einmal alle Teile, die mit drin sind. So, heute möchte ich für die ganzen Hintergründe auf jeden Fall meinen Kleber nicht benutzen, sondern ich will mal den Sprühkleber ausprobieren vom Action und den werde ich jetzt erstmal nehmen und dann hoffe ich, dass das gut funktioniert hier. Stinkt auf jeden Fall wie Lack, als wenn man Haarspray gerade frisch benutzt hätte. Ja, super, es lässt sich auch noch einen Moment verschieben auf jeden Fall. Ich habe diesen Kleber nämlich noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den schon ausprobiert hat. So, ich habe mir jetzt alle Teile hier nochmal rausgenommen und werde jetzt nochmal gucken, wo die alle hingehören. Die beiden habe ich ja jetzt schon geklebt. Die scheinen auch, also dieser hier ist auf jeden Fall richtig. Bei dem bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Im Bild ist er hier als der Rosane abgebildet. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn ich die tausche. Dann habe ich halt hier drin. Also dann hatte ich dann hier einmal rosa, einmal diese Farbe und hier ist halt wieder die. Das ist aber nicht weiter wild, finde ich. Ist ja Geschmackssache. Ich werde es jetzt, glaube ich, einmal grob zusammenstecken und werde mal gucken. So. Das kommt hier hin, somit befestigt man diese Teile aneinander. Das Teil hier kommt hier in die Mitte. Schwupp, so. Und dann muss hier noch so ein Teil hin. Das heißt, dieses Teil kann wirklich nur hier hin. Das kann ich also auf jeden Fall schon bekleben, weil das muss dann hier rein. Und hier ist kein Steckteil, aber hier ist eben eins. Deswegen hier noch einmal freien Platz. Hier kann eine komplettes drauf, ohne geklebtes, ohne gelochtes meine ich. So ein langes. Und zwar hatte ich da vorhin was gesehen mit einer Blume. Genau. Und dieses hier, das werde ich hier auf diese Seite machen. Zack. Das kann hier hin. Beziehungsweise nein, es muss hier hin, weil es steckt ja so drin. So, dann für dieses Teil, für die andere Seite noch so ein langes. Und hier auch. So, okay. Und dann haben wir noch über drei von diesen. Obwohl, ne, eigentlich nur zwei, weil das hier ist, glaube ich. Genau, die beiden gehören hier irgendwie zusammen. Die sind gleich lang und gleich breit. Und das hier ist zwar gleich breit, ist aber ein bisschen kürzer. Da muss ich gleich mal gucken, wo das hin könnte. Hier habe ich eins mit drei Teilen. Das ist dann das Innenteil von dem. Und von außen kann dann so eins hier drauf. Genau. Jo, das hier muss dann hier drauf, auf dieses. Und das habe ich dann noch über für unten drunter, wenn ich denn unten drunter eins kleben möchte. Genau, weil hier haben wir ja schon eins drauf. Jetzt habe ich hier noch, ach nee, Quatsch ist ja Quatsch. Wäre schlauer, die hier hin zu kleben, aber hier fehlt mir dann, na, das hier passt hier hin, das nicht. Und hier fehlt auch wieder ein Loch. Ne, hier fehlt kein Loch. Und hier habe ich das. Okay. Dann passt es. Upsi, nicht kleben. So, das passt dann. Ja.
Das könnte dann hier hin, aber da habe ich dann auch wieder, müsste ich auch wieder so eine Kerbe fürs Loch haben, habe ich nicht. Also haben Sie irgendwo einmal in meinem Set zumindest so eine Kerbe vergessen, entweder für hier oder für hier. Das kann ich mir jetzt aussuchen, beziehungsweise kann ich nicht, weil das ist auch hier irgendwie länger. Irgendwas ist hier noch merkwürdig. Das passt nur hier unten hin. Das passt an keine andere Stelle mehr. Also fehlt mir dieses Teil hier, das fehlt mir. Ich gucke mir hier gerade noch mal das Bild an, wie das aussieht. Also hier sind Fußboden, und zwar Holzfußboden. Das heißt, die haben sich gedacht, dass man, aha, diese Teile sollen hier hin. Gut, das habe ich ja vorhin gesagt. Also ist das hier so. Das rosane Teil kommt auf den ganz unteren Fußboden. Und dafür habt ihr auch noch ein weißes Teil. So. Für die Seitenwände. Das hier ist das Teil, was rechts außen hinkommt. Also dieses Teil hier. Dafür habt ihr eins, wo hier nochmal so eine Vorstanzung ist. Und ein normales Außenteil. Wobei das euch überlassen bleibt, wie ihr das mit den Seitenteilen anordnet, ob ihr das Blümchen nach da macht oder nach da. Ich mache es in meinem Fall nach hier. Und da habt ihr halt diese einmal lang ohne alles, die auf die rechte Seite kommen. Für dieses hier ist es ein bisschen komplizierter. Das ist dieses Mittelteil. Und zwar habt ihr da einmal so ein kurzes Teil, noch ein kurzes Teil. Und dann habt ihr für unten dieses Teil und dieses Teil, wobei das echt ein bisschen merkwürdig ist, dass hier das einmal so ist und hier ist ein Druckfehler, weil da geht der Boden auf einmal in eine andere Richtung. Aber gut, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Das sind auf jeden Fall diese Teile, die braucht ihr dafür. So, und das Teil hier ist quasi ja der Rücken, also das... So, das ist dann dieses Teil hier unten und da habt ihr dann hier eben eure Rückenteile, die ihr da drauf kleben könnt. Und das werde ich jetzt, glaube ich, zuerst machen. Ich lege die ganzen Böden mir noch mal an die Seite. Ich habe sie ja jetzt sortiert, wie das aufgeklebt werden muss. Und jetzt werde ich mir erstmal den Rücken vornehmen und werde den erstmal bekleben. So, ich habe das Teil jetzt einmal rausgenommen und habe jetzt festgestellt, dass die hier zwar netterweise die ganzen Falzungen gemacht haben. Das heißt, man braucht es wirklich nur noch draufkleben, aufkleben, fertig. Also ganz easy. Mein Problem, was ich habe, ist aber, ich mag diese beiden Bilder gar nicht. Also die drei finde ich in Ordnung, aber die beiden gefallen mir einfach nicht. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mir jetzt was überlegen muss, wie ich das mache, und das mache ich vorher, und da werde ich mir jetzt was zurechtschneiden und dahinter kleben. Und da werde ich mir jetzt kurz ein bisschen Papier aussuchen und werde mir was zurechtschneiden und werde dann aber einfach hier nur bis zu diesen Stanzungen quasi gehen und werde hier dann einfach den Rand lassen. Das wird man wahrscheinlich eh nicht sehen, weil die Holzteile ja noch drauf kommen, und das mache ich hier genauso. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja mal diese Blöcke hier beim Aldi gekauft und dieses Holz passt natürlich irgendwie super damit rein. Auch von den Farben passt es, und deswegen werde ich mir dieses Papier jetzt hier raussuchen. Und werde mir das gleich ausmessen und zurechtschneiden. So, und zwar sind das hier 8 mal 9. 8 mal 9. Und ich nehme fast an, das ist hier das gleiche, oder nicht? Nee, hier sind es weniger. Also die 8 bleiben natürlich, aber hier unten, wenn ich das jetzt hier angucke, hätte ich noch ein Stanzteil vergessen. Zack, weg damit.
Hier ist es nur 8x8. Also einmal 8x9 und einmal 8x8. So, an die Seite. Ups. Na. So, und zwar möchte ich das längere so haben. Das heißt, ich mache hier jetzt einmal 8. Zentimeter. Und jetzt nehme ich hier einmal 9 und einmal 8. So, die 9. Upsi, geht darüber. Und noch einmal die 8. Schwupp. So, das habe ich jetzt Rest. Genau. So, und dann ist das hier das große und da das kleine. Und ich werde die aber direkt hier drauf auf das Papier drauf kleben. So. Finde ich das viel, viel schöner. Ja, ist natürlich Geschmackssache. Kann sich ja jeder drauf kleben, was er möchte. Oder man könnte ja auch zwei verschiedene nehmen. Ich lasse das jetzt aber gleich. So. Ich glaube, dafür nehme ich das hier mal, nehme ich es runter. Ne, ich lasse es so und dann sprühe ich hier drauf. Okay. So. Ja, mit dieser Sprühklebermenge, da muss man auch erstmal ein bisschen fummeln, bis man das raus hat, welche Menge da die richtige ist. Und ich glaube auch wegen dem Abstand, wie weit man das hält. So. Ja, ein bisschen, ja. So, okay. Sitzt, wackelt und hat Luft. Und dann werde ich es mir hier ankleben. Dafür lege ich mir jetzt das Teil erstmal hin. Jetzt muss ich mal schauen, kommt das so rum oder kommt das so rum? So rum kommt es, genau. Okay. Yep, ein bisschen hoch. Okay. Ja, dann einmal gucken, dass man eben die Falzungen gut erreicht. Und fertig ist es. Sieht für mich jetzt schon sehr schön aus. Lege ich kurz an die Seite, dann kann es auch noch einen Moment trocknen. So. So. Dann habe ich hier dieses Teilchen hier. Kleben wir doch mal das. So. Achso, halt, stopp. Das möchte ich hier hin machen und dann das, die beiden rosanen quasi übereinander haben. Achso, nee, habe ich jetzt nicht. Ist egal, kriege ich es noch ab. Ja, geht noch ab. Okay, super. So, dann habe ich nämlich die beiden Holzteile übereinander und das Rosane trotzdem einzeln auf der anderen Seite aber. Super. Okay, ich klebe fleißig weiter. Und für euch geht es weiter, wenn ich alles zusammengeklebt habe. So, jetzt habe ich alles fertig beklebt. Alle Teile sind soweit fertig. Jetzt geht es ans Zusammenstecken.
habe es geschafft. Es ist alles zusammengeklebt. Und jetzt kommt der schönste Teil, und zwar die Dekoration. Und ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich nicht dabei, aber so wie sie das hier gemacht haben, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das werde ich auch machen. Ich werde mir hier auch ein bisschen Stoff nehmen und den da vorne vorkleben. Und ich schaue mir mal die restliche Deko an, die hier so noch mit dabei ist. Also hier haben wir noch so ein paar Bordüren, die könnte man jetzt hier ersatzweise nehmen, wenn man solche Stoffdinger nicht hat. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Da hat man zwei von. So, hier hat man dann diese Herzchen, die sie hier zum Beispiel für diesen Teil genommen haben. Könnte man theoretisch jetzt aber auch hier hinpacken oder unten. So, ja, das haben sie hier in den Hintergrund geklebt gehabt. Weiß ich noch nicht, ob ich das verwende. Mal schauen. Weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier noch reinpasst, wenn ich das jetzt hier nehme. Ich könnte es wahrscheinlich irgendwo noch dahinter schieben, obwohl, nee, bräuchte ich gar nicht. Also es passt auch so rein. Finde ich auch eigentlich ganz süß. Vielleicht mache ich es wirklich rein. Mal schauen. So, ja, der Schmetterling, der ist auf jeden Fall süß. Der kommt auf jeden Fall drauf. Aber das habt ihr, glaube ich, auch schon gemerkt, dass bei diesen Teilen immer, wenn da Schmetterlinge dabei sind, dann nehme ich die immer. So, und ich glaube, ich werde das aber so ein bisschen anordnen wie so eine Schmetterlingsfamilie. Und zwar werde ich mir einen hier oben drauf kleben. Vielleicht sogar hier ganz oben hin, einfach nur so. Mal schauen. Oder mit diesem Teil hier ankleben und dann so hoch die Flügel so ein bisschen hoch machen. Und hier unten dann die anderen, wie so eine, wie es hier gerade ist, wie so eine Schmetterlingsfamilie, die so quasi hinterher fliegt. Das finde ich eigentlich ganz süß. Also den hier hin. Und den vielleicht hier hin und diesen dann hier so hin, so, und den auch, ups, drum, so hin. Ich glaube, so finde ich das ganz süß. So, ja. So, so ein bisschen gekippt. Und auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht, könnten da noch die beiden anderen hin. Und zwar, ja, den größeren nach unten und diesen mittleren hier nach oben. Und dann fliegen quasi von überall diese Schmetterlinge dem großen hinterher. Das finde ich ganz gut und schön. Let's make today beautiful. Ja, das sieht schön aus. Ach, ich habe hier noch einen Schmetterling und hier sind noch drei kleine. Vielleicht wiederhole ich das irgendwo an der Seite nochmal. Oder hier auf diesen Blümchen, die ich hier dran geklebt habe. Ja, ihr bleibt da einfach schon kleben. Okay, ich klebe die schon mal fest, dann habe ich das schon mal erledigt. Geschafft, die Schmetterlinge kleben. Also mein Oberteil habe ich schon mal fertig. So, ich glaube, ich werde jetzt hier an der Seite dann auch das gleiche noch mal so ein bisschen wiederholen, allerdings mit diesen kleineren hier. Mal gucken, so als wenn die hier quasi so von diesem Baum aufsteigen. Schwupp, schwupp und na komm, schwupp. So, finde ich auch ganz süß.
So. Das haben wir auch geschafft. Die kleben auch. Finde ich auch ganz, ganz süß. So. Okay, bei diesen Sachen hier weiß ich nicht. Das ist immer so, ne? Es sind halt leider immer so viele Sachen dabei, die mir nicht so gut gefallen. Ach, hier haben sie dieses Teil hier unten reingeklebt. Ach, dann haben sie das irgendwie. Wie haben sie das denn jetzt gemacht? Das haben sie dann wahrscheinlich hier vorne dran geklebt und haben dann diesen Stoffding da drüber geklebt. Das ist auch eine ganz nette Idee. Hier diese Vase, aber da fehlt dann auch irgendwie ein Blümchen da drin, ne? Und so ein Blümchen haben wir jetzt hier gar nicht dabei, außer diesen Efeu. Dann müsste ja auch so ein bisschen ein Blümchen, finde ich, aus dieser Vase rauswachsen. Ja, also irgendwas gehört dann in die Vase hinein, für mich. Und das hier finde ich auch eine ganz gute Idee, das noch so davor zu kleben. Was ich mal probieren könnte. Mal den Efeu auslösen. Na komm, zack, so. Ah. Man könnte jetzt natürlich hier das hier einfach abschneiden. Und dann hier den Efeu hier so ein bisschen rauswachsen lassen. Könnte man auch tiefer machen. So. Ja, einfach zurechtschneiden und dann halt hier eben in diese Vase hineinkleben. Mal gucken, ob die andere Seite, ob das schöner ist. So. Ich glaube, die Seite hier finde ich schöner. Ja, so werde ich das jetzt einfach machen. Ich werde mir das hier zurechtschnibbeln. So, hier so erstmal abschneiden. Mir dann so zurechtkleben und dann kann ich den Rest ja hier immer noch abschneiden oder kann ich auch gleich machen. Hier diesen kleinen Zuppel einmal wegschneiden. Ja, und dann wächst dieses Efeu hier eben so aus dieser Vase heraus. Dann hat das nämlich auch ein bisschen Grünkram. Dann ergibt das für mich auch Sinn. So, ein Tropfen Kleber und den Efeu einmal draufgeklebt. Vorne gucken, ob es auch wirklich die richtige Position ist. So. Ja, so, und dann kann ich das nämlich hier festkleben, kann hier noch den Efeu auch noch ein bisschen mit festkleben. Zack. Ach so, hier Farbe war hier irgendwie auch gar nicht dabei, sehe ich gerade, weil hier vorne ist das ja weiß angemalt. Es war keine Farbe dabei, aber ich habe hier noch Farbe von meinem alten Teil, was ich vorher hatte, und das werde ich jetzt erstmal nehmen und werde hier vorne mir die Dinger noch anpinseln. Das finde ich auch ein bisschen unschön, wenn die nicht weiß sind. Fällt mir gerade mal so auf. So, das mache ich auch noch mal schnell eben. Das einmal alles voll pinseln. So, ich habe vorne meine ganzen Ränder angemalt und habe mir hier schon mein Bändchen vorgekramt, was ich hier vorkleben möchte. Das ist dieses hier. Das werde ich mir jetzt gleich einmal hier zurechtschneiden. So, zack. Und dann nehme ich das einfach gleich, nehme gleich noch mal genau die gleiche Länge. Das sollte ja unten dann auch passen. Zack, so. Habe ich das auch schon. Okay, und dann werde ich das, glaube ich, mache ich das mit dem Sprühkleber oder mache ich das mit dem anderen? Ich glaube, ich mache es mit dem anderen diesmal, weil da kann man doch ein bisschen besser gucken, wo es auch hinkommt. So. Ja, da mache ich ruhig ein bisschen mehr, weil das ist ja Stoff. Also das
braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Kleber, bis es vernünftig hält. Das mache ich jetzt einmal hier oben. Zack. So. Dann nehme ich mir hier mal meine schöne Hilfe hier zur Hand. Schiebe mir das hier überall schön an den Rand und drücke mir das hier ein bisschen fest. Meine Finger sind sowieso voller Kleber, also wäre es jetzt auch egal, ob ich da jetzt noch ein bisschen mehr Kleber dran habe oder nicht. So. Aber so ist es mir jetzt doch gerade lieber. Okay, mal das mal abschmieren. Dann mache ich das hier genauso. Wunderbar. Das auch. Schwupp. Hier ist jetzt ein Tucken länger, aber es ist ja nicht so wild. Lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. Abschneiden kann man immer noch. Okay, das ist auch soweit fertig. Dann schneide ich mir hier das, was hier zu viel ist, ab. Zack, und hier ist auch so ein bisschen zu viel. Und schwupp, weg ist es. Ja. Einmal auch sauber machen, upsi. Ach, ich bleib hier überall kleben mit meinen Klebefingern. So, das haben wir auch. Ja, hier vorne überlege ich jetzt glatt, ob ich hier den restlichen Efeu, das passt nämlich hier auch gerade so schön, einfach davor klebe. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach. Obwohl das mit den Rosen doch ein bisschen schöner aussieht, glaube ich. Ich mache mir die mal raus und gucke mir das mal an, was mir da besser gefällt. Zack. So. Das oder das? Ne, das ist schon. Die Rosen sind schöner. Okay, und das verdeckt dann auch gleich so ein bisschen diese hässlichen Kanten, die man da hier überall hat von dem Papier. So. Ja, also dieser Kleber hier, ich bin echt erstaunt, ne, wie lange der hält. Der hält anscheinend ewig. Also das sind nur 118 Milliliter, aber der ist irgendwie nicht leer zu kriegen. Also der hat sich jetzt ein paar Mal, habe ich schon gedacht, oh, jetzt ist er bald leer. Fühlt sich schon so leer an oder kam ein bisschen schwieriger raus. Ein paar Mal runtergeschüttelt und zack, war da wieder, also ja, hält immer noch. Das war vor Wochen, dass ich dachte, der ist bald leer und ja, wie ihr seht, hätte immer noch so. Hier lasse ich es auch ein bisschen überstehen. Finde ich ganz gut. Das Einzige, was ich hier mache, runde das hier nochmal so ein bisschen. Also mache hier diese Spitze ab, dass es ein bisschen runder aussieht. So, das kann im Müll. Ach ja, ich wollte ja diese Vase hier dazwischen kleben. Das geht aber noch. Ist noch kein Problem. So. Jawohl, geschafft. Und dann mache ich hier nochmal so einen Klecks kurz drunter. So. Jawohl, jetzt an der Stelle auch nochmal fixiert. Muss man nur natürlich aufpassen, wenn man dann was reinstellt, dass man das hier nicht kaputt reißt. Aber das ist ja, das weiß man ja. Upsi, da sollte kleben, nicht an meinem Finger. So, ja. So finde ich es jetzt eigentlich schon ganz schön. Die haben hier drin, seht ihr vielleicht, da haben sie aus dem Papier hier diese Klammer genommen und dieses Zettelchen.
Ich finde die Idee an sich ganz süß, aber ich finde die Idee viel besser mit einer echten Klammer, wo man dann wirklich so ein Zettelchen reinhängen kann. Der Efeu da im Hintergrund, das gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Da werde ich mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich hier vorne Klammern. Und zwar habe ich mal von DM diese Mini-Holzklammern hier mitgenommen. Und da werde ich jetzt mal das Paketchen aufmachen. Dann verbraucht man die nämlich auch endlich mal. Ach, hier oben ist ja schon offen. So. Ah. Zack. So, nochmal ein bisschen gerade schieben. Ja, und jetzt werde ich mir diese Klammer hier irgendwo hinkleben. Weiß noch nicht, mache ich es hier, mache ich es hier. Und dann kann ich mir nämlich hier immer so ein Zettelchen reinklemmen. Ich möchte es nicht hier reinmachen, weil dann nehme ich mir so viel Platz weg. Deswegen mache ich es hier außen hin. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. So, also mache ich mir hier ordentlich Kleber drauf. Und mache mir hier diese Klammer dran und halte die ein Momentchen fest. Das wird natürlich eine Weile dauern, bis dieser viele Kleber jetzt trocken ist. Ja, und so, wenn das dann getrocknet ist, kann ich mir hier immer so ein Zettelchen dran klemmen. Ja, finde ich gut. Gut, ich glaube, viel mehr mache ich hier schon gar nicht mit der Deko. Ja, ihr wisst ja, dass ich immer sehr schlicht bei diesen Sachen bin. Also das lieber mag, wenn es schlicht ist. Ja, ich könnte jetzt theoretisch natürlich, oder hätte ich machen können, halt hier auch nochmal diese Borte dran machen und dann halt so rum hier dran und dann hier nochmal. Aber das wird mir auch zu viel mit Borte. Ja, und ich finde, also die Deko macht ja dann das aus, was ich da reinstelle. Und deswegen sage ich, fertig ist mein Regalchen. Ich werde da jetzt nicht mehr reinkleben. Ich werde auch das hier nicht reinkleben. Es gefällt mir irgendwie alles nicht so, wie ich das, ja. Ich lasse es so. Ich habe schon wieder hier diese Klebepads über, die ich überhaupt nicht benutzt habe. So, dann noch ein kleines Fazit zu diesem Kleber. Der ist wirklich sehr gut. Hält, trocknet relativ schnell. Man kann es aber auch noch ganz gut hin und her wischen. Man kann es auch noch mal schnell abmachen, wenn einem sofort auffällt, dass man irgendein Problem hat. Wie gesagt, ich finde ihn sehr gut. Ich werde ihn definitiv jetzt öfter benutzen, vor allem für diese Geschichten hier. Weil das wirklich super gut ging und super schnell ging, das aufzukleben. Ich erinnere mich beim letzten Mal, wie ewig ich saß mit dem Kleber, bis ich den immer verteilt hatte. Und hier einmal drüber gesprüht, das Einzige, diese Unterlage, habe ich einmal erneuert, weil irgendwann klebte alles an diesem Zebra und dann habe ich mir das einmal erneuert. Aber das ist ja nicht weiter wild. Man könnte es theoretisch ja auch draußen besprühen, dran kleben. Und ich habe es ja jetzt nur gemacht, damit ich es euch hier auch ein bisschen zeigen kann. Und ja, genau. Ja, gut, ihr Lieben, bei mir muss jetzt hier alles noch so ein bisschen trocknen, aber dann ist mein Regalchen fertig. Und ich habe mir gedacht, weil hier oben ist ja dieses Herzchen hier, und da kann ich ja ohne Probleme einen Nagel nehmen und mir das vielleicht aufhängen. Das Problem wird sein, dass es halt hier nicht hängt. Vielleicht muss ich zwei nehmen, einen hier, also dass der hier so in die Ritzen reingeht. Oder ich werde mir hier so ein kleines Loch reinbohren mit meinem Dremel und dann mit dem Nagel hinter dem Schmetterling irgendwie, dass ich den Schmetterling so ein bisschen an die Seite mache und mir dann hier halt einen Nagel irgendwie durchmache oder so. Da schaue ich mal. Oder ich hänge mir da oben noch irgendwie so eine Öse dran von meinen Schmuckbastelteilen, die ich habe. Da gucke ich mal, was ich da mache, und dann werde ich mir das irgendwo aufhängen. Also ich glaube nicht, dass ich es mir hinstellen werde. Das weiß ich aber noch nicht genau. Vielleicht stelle ich es mir auch einfach auf die Fensterbank. Mal schauen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen Spaß gemacht, das zu beobachten, wie das hier zusammengebaut wird. Und dass es euch vielleicht auch ein bisschen hilft, wenn ihr
das Gleiche habt und nicht so genau wisst, wo kommt jetzt hier eigentlich was hin, dass euch das wenigstens ein bisschen geholfen hat. Das hoffe ich zumindest. Und ansonsten sage ich, habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.